Vor kurzem wurde eine der bedeutendsten Persönlichkeiten dieser Schule aus unser aller Leben gerissen. Eine Welle des Schocks und der Erschütterung ging durch die Schülerschaft, als Lehrkräfte des JKG Walderstadt den Abi-Gag leblos an ihrer Schule vorfanden. Besonders betroffen zeigten sich die älteren Schüler. Es war für sie beinahe unerträglich, den Abi-Gag, zu dem sie über Jahre hinweg aufgeschaut hatten, auf so abrupte und brutale Weise zu verlieren. Obwohl seit dem Auffinden der Leiche nun schon etwas Zeit vergangen ist, sind die Gemüter an der Schule noch immer aufgewühlt und auch die Ermittlungen über die Umstände des Todes des Abi-Gags gehen nur sehr schleppend voran. Die örtliche Polizeibehörde hält mit Details über den genaueren Tatablauf zurück und verweist dabei auf die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen. Dennoch bestätigte ein Pressesprecher, dass man eindeutige Hinweise für eine Fremdeinwirkung gefunden habe. Ein an den Ermittlungen beteiligter Polizeibeamter, der hier jedoch anonym bleiben möchte, schlussfolgert, der Zustand des Tatorts und der entsetzlich entstellte Leichnam ließen keinen anderen Rückschluss zu, als dass es sich beim Ableben des Abi-Gags um Mord handeln müsse. Dies und die Tatsache, dass die andauernden Ermittlungen offiziell noch zu keinen Ergebnissen geführt haben, befeuert die Gerichteküche gewaltig. Unter den Schülern kursieren Vermutungen über Tatmotive und Tatverdächtige, die von einem eskalierten Streit mit einer Lehrkraft bis hin zu einer Verstrickung der Schulleitung in diese Angelegenheit reichen. Doch egal zu welchem Ergebnis die Ermittlungen am Ende kommen mögen, nichts wird diesen gravierenden Verlust kompensieren können und so legen sich Verunsicherung, Misstrauen und tiefe Trauer schwer wie Blei über das Gymnasium am Rande des Schwarzwaldes. Keplernitrat und jetzt ein bisschen Keplerurinat. Aber jetzt kommt das Beste. Ein Mol Glücksoxid und zwei Mol Spaßsulfid. Da nehmen wir doch gerade ein bisschen mehr. Und jetzt brauchen wir noch 3 Mol Chemikerwitz. Echten Chemikerwitz. Ja, da tut sich doch was. Oh, ja, es lebt, es lebt, es lebt. Thank you.
Herr Direktor? Ich habe etwas Schreckliches gesehen. Herr Drechsler, ich glaube, er hat es getan. Er hat den Abigek wiederbelebt. Das ist unmöglich. Sind Sie sich sicher? Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Herr Direktor, wir müssen die Polizei rufen. Nein, keine Polizei. Niemand darf davon je erfahren. Wie Sie wünschen, Herr Direktor. Haben Sie gehört? Niemand darf davon erfahren. Ja, Herr Direktor. Ich werde das selbst in die Hand nehmen. Ich habe einen Auftrag für Sie. Wann war noch mal der Erste Weltkrieg? Ja? 1914. Ja. Ja. Frau Zieger? Zieger? Ist alles okay? Habt ihr schon mal versucht, das Gerät reinzustarten? Frau Zieger! Jemand sollte den Sanitätsdienst rufen. Hol mal jemand den Sanitätsdienst schnell. Ja, ja. Schon wieder. Ja. Frau Zieger, hallo? Frau Zieger, geht's Ihnen gut? So, ich habe euch ein paar Arbeitsblätter mitgebracht. Und dann? Zum Thema Jesus. Gucken wir dann den Film. Gucken wir den Film Terminator. Also, stellt euch eure Zelle vor wie so eine richtig, richtig prall gefüllte Traube. Und jetzt geht das Wasser aus der Zelle raus. Und eure Traube, die wird ganz, ganz klein. Wie so eine Rosine. Ganz, ganz klein und schrumpelig. Habt ihr das mitgeschrieben? Schreibt das bitte mit. Wie heißt denn dieser Vorgang? Mitose! Ja, richtig! Nein, warte mal. Runter. So, jetzt noch fünf. Eins, zwei, drei, vier. So, 3 mal 8 ist gleich. Ja, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ah, das liegt bestimmt an der Strahlung. Dein Strahlenschutzhut, machst du bitte wenigstens das Fenster auf, wenn du in dein Internet gehst. Wie machen die das? Herr Direktor! Ich habe jemanden organisiert, der unser kleines Problem lösen wird. Schnell und leise. Fabelhaft, Herr Direktor. Wie kommen Sie nur immer auf so tolle Ideen? Oh, ich wünschte, ich wäre auch so toll wie Sie. Er müsste gleich hier sein. In 3, 2, 1, herein.
Sie haben mich gerufen? Guten Tag, Alexandra. Haben Sie was Neues? Ich habe heute Nacht um 23.59 Uhr ungewöhnliche Aktivitäten festgestellt. Spielen Sie die Überwachungskameraaufnahmen ab. Wird abgespielt. Ja, da tut sich doch was. Oh, oh, ja, es lebt, es lebt, es lebt. Ach du Scheiße. Hab die Raucherpause vergessen. Der Abigag wurde von einem unserer Chemielehrer wiederbelebt. Finden Sie ihn und bringen Sie ihn zu mir. Und was dann? Dann gebe ich ihm, was er verdient hat. Okay, aber ich bin nur Kammerjäger. Ganz recht. Finden Sie die Ratte. Okay, ich würde sagen, wir schauen zuerst da vorbei, wo er sich zuletzt aufgehalten hat, der Lehrer. Also am besten an den Chemieseen, haben Sie gesagt, ne? Okay, weil finden wir den Lehrer da, dann finden wir nämlich auch den Abigag. Frau Winterbarke, Sie gehen mit. Und eins noch, seien Sie vorsichtig. Oh, Herr Direktor, keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich meinte damit eigentlich, Sie sollen keine Aufmerksamkeit erregen. Oh, ach so. Natürlich. Na dann, ich würde sagen, auf zu den Chemieseen. Und hier ist es passiert? Ja, hier ist die Chemie, da drüben. Ah, sehr schön. Ey, damit sieht man ja echt gar nichts. Er ist noch warm. Kann noch nicht lange her sein. Was machen Sie hier? Wir suchen den Abend. Wir suchen Herr Drexler. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Den habe ich heute Morgen erst gesehen. Da habe ich meinen Sohn mit Socken beworfen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Wo haben Sie ihn zuletzt gesehen? Schreien Sie mich nicht an! Hey, was ist denn das hier für ein Geschrei? Das macht mich ja ganz hektisch. So viel Stress vertrage ich nicht, so viel negative Energie. Kommen Sie, wir machen ein autogenes Training zusammen. So, kommen Sie. Oh, Sie sind ja ganz verspannt. Kommen Sie mit, das müssen wir ändern. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Nein. Wie kommen wir jetzt nach Schön? Wir haben echt keine Zeit. Wir entspannen uns jetzt. Wir können nicht, wir müssen hier. Nein, wir entspannen uns jetzt, ja. Bleiben Sie hier! Hey! Nein, Sie müssen auch mal abschalten können. Psst, leise, wir machen hier gerade Englischunterricht, die schlafen schon. Wir machen gerade Meditation und nicht Mediation. Englischunterricht? Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Kinder schlafen. Dann schlaf auch du. Du Kacke. Wie finden wir Herrn Drexler jetzt? Gibt es irgendjemanden, der ihn gut kennt, mit dem er abhängt, irgendwie? Ja. Ja. Ja, da gibt es jemanden. So, Leute. Neben der Pantomime Maris gibt es oft eine Pause nach dem vierten Versfuß. Wie heißt die denn? Ach, Leute. Das sagt man doch heute noch. Die bukolische Diarese. So. Aber wer möchte denn den nächsten Satz übersetzen? Joel! Hallo, dürfen wir kurz stören? Naja,
haben wir ja schon. Okay, kommen Sie herein und nicht hinein, weil das wäre ja etwas völlig anderes. Und beeilen Sie sich mit was auch immer Sie vorhaben. Wir schreiben heute noch mindestens 5 Vokabeltests. So viele, es macht gar keinen Sinn. Ergibt Sinn. Was? Eine Sache kann nur Sinn ergeben, niemals Sinn machen. Ist doch vollkommen egal. Nein, das ist gar nicht egal. Herr Schmeißhirnra, Sie müssen doch selber denken. Sie wären ein prima Nazi gewesen. Was? Aber wie schon Heinz Erhard sagt... Ah, stopp, jetzt rede ich. Also, Sie kennen Herr Drexler? Ja. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Das müsste letzte Woche gewesen sein. Wir waren zusammen bei der Weinprobe. Ach du Scheiße, komm. Aber wenn Sie ihn unbedingt finden wollen, dann fragen Sie doch mal Herr Bommerdenk. Und wo finde ich den? Das könnte ein Problem darstellen. Haben Sie schon mal von dem Bommerdenk-Paradoxon gehört? Meine Herren, das Bommerdenk-Paradoxon. Das Bommerdenk-Paradoxon ist im Allgemeinen wie folgt zu verstehen. Wird Herr Bommerdenk gerade benötigt, ist er nicht aufzufinden. Wird Herr Bommerdenk gerade jedoch nicht benötigt, ist er immer da. Die Wissenschaft hat im Moment hierauf noch keine schlüssige Erklärung. Dieses Paradoxon zu lösen, wird also die Aufgabe zukünftiger Generationen sein. Oder wir schauen einfach in der Raucherecke nach. Entschuldigung? Hallo, können Sie uns helfen, Herr Drexler zu finden? Und ich auch eine? Vielen Dank, aber ich rauche nicht. Das ist hier eigentlich auch verboten. Entschuldigung. Die Kollegen. Hallo. Nee, ich bin hier immer noch, also das dauert doch wahrscheinlich auch noch eine längere Zeit so. Ich rieche etwas. Sind das etwa Handys? Ja, nee, also das wird wahrscheinlich auch noch hier eine Weile dauern. Also Handy, mal, hier rein. Kaugummi, hier rein. Ihr könnt schon mal ohne mich. Wird rein. Aber David. Ich bin nicht David, ich bin Herr Bart. Was ist denn hier falsch? Was war nochmal Ihre Frage? Ob Sie uns helfen können, Herr Drexler zu finden. Kommen Sie mal mit. Und was ist da passiert? Oh, da hat sich das Whiteboard aufgehängt. Kein schöner Anblick, das kriegen Sie nie wieder aus dem Kopf, nicht? Wir wollen Terminator bei Frau Hartmann schon, aber der Ton funktioniert nicht. Und Frau Palm findet den Einschaltknopf vom PC nicht. Warten Sie kurz, ich kümmere mich gleich drum, okay? Guten Tag, Alexandra. Suchen Sie Herrn Drexler. Analysiere Daten. Beginne Suche nach Herr Drexler. Schulhaus wird gescannt. Scan abgeschlossen. Herr Drexler befindet sich... Oh, ja, der ist abgestürzt. Das dauert ein bisschen, das muss ich beheben. Kommen Sie am besten später wieder. Computerfeuerwehr Johannes Kepler Gymnasium. Wie kann ich Ihnen helfen? Jetzt bleiben Sie ganz ruhig. Haben Sie schon versucht, das Gerät neu zu starten? Achso, okay, ich schicke Ihnen jemand vorbei. Und was machen wir jetzt? Wir müssen das Ganze anders angehen. Wir machen jetzt klassische Detektivarbeit. Okay. Bingo, 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 Bingo.
Das ist die Computerfeuerwehr. Die helfen wahrscheinlich nur, Herr Mummerdenk. Die Computerfeuerwehr. Natürlich, ja. Die Computerfeuerwehr. Naja. Hören Sie das? This land was made for you and me. Das kann ja lustig werden. So, los geht's. Beginnen jetzt mit der Aufgabe. Zeit ist um. Tom, sag jetzt mir die Lösung. Ich habe... Falsch. X wäre gleich 4 gewesen. So, hat jemand heute den Kuchen dabei? Moment, muss ich kurz nachschauen. Nein, ich befürchte heute nicht. Schade. Dann nächste Aufgabe. Ich habe X gleich... Falsch. Dann haben wir jetzt den Abi-Stoff durch und Sie können nicht alle gehen. Aber schnell. Hallo, dürfen wir kurz stören? Naja, das haben wir ja schon. Was wollen Sie denn? Wir müssen mit Ihnen über Hendrixer reden. Oh, davon weiß ich nichts. Da müsste zu der Obrigkeit fragen. Ich kann Ihnen da im Alleingang nicht helfen. Naja, dankeschön. Wir können so nicht weitermachen. Wir können nicht einfach von Raum zu Raum gehen. Es muss schon ein Wunder geschehen, damit wir jetzt irgendwie weiterkommen. Das ist so... Hey! Hey, hey, warten Sie! Warten! Das ist der Abi! Nein, nein, warten Sie! Oh Gott, das ist nicht der Abi-Gag! Oh. Jetzt hab ich dich! Keine Bewegung, Abi-Gag! Ich habe dich! Jetzt vorbei! WTF war das denn bitte? Entschuldigung, ich dachte... Entschuldige dich nicht, Junge. Du hast großes Talent. Das war so geil. Und du hast noch viel größeres Potenzial. So einen wie dich könnten wir in der Drama Group richtig gut gebrauchen. Komm her. Bester Mann. Und außerdem brauchen wir sowieso noch ein paar Jungs. Ich suche hier jemanden eigentlich. Schwörst du, bis auf dein Lebensende keine anderen Verpflichtungen bis auf die Drama Group zu haben? Was? Nein. Hä? Perfekt, dann wäre das auch geklärt. Willkommen bei der Drama Group. Ist das hier sowas wie eine Sekte? Er greift ihn und erzählt ihm eine meiner Witze aus der Sammlung der Ein- und Pfirsich-Flachsen. Herr Drexler, lokalisiert. Ach du Scheiße. Was macht der denn da? Winterbarker? Ja. Ich weiß, wo er ist. Warten Sie. Ich gebe Sie weiter. Herr Problemlöser. Oh, darf ich kurz stören? Naja, das habe ich ja schon. Telefon für Sie. Nein, er gehört jetzt zu uns. Das Fußballspiel fängt an. Nur der FCB. Ole, ole, ole. Oh, danke, dass Sie mich hier rausholen. Das ist hier echt... Kein Problem. Hallo? Ah, super. Und wo ist er denn gerade? Perfekt, dann kommen wir doch da einfach hin. Sehr schön, okay. Sie haben ja Drexler gefunden. Und wo ist er? Beim Widerstand. Was? Ist doch schlimm, oder was? Ich führe Sie hin. Okay. Sie können ruhig... Ab hier müssen Sie alleine weiter. Tut mir leid.
Da komme ich nicht mit. Aber wir können doch einfach... Nein, keine Diskussion. Ich werde Ihnen noch helfen, reinzukommen, aber ich werde nicht mitkommen. Okay. Was ist die Losung? Losung? Kekse. Kekse. Falsch. Kaffee. Kaffee. Falsch. Kuchen. Kuchen. Kommen Sie rein. Kommen Sie. Kommen Sie. Wo? Kommen Sie. Wohin gehen wir hier? Zum Widerstand. Kommen Sie. Ja. Warten Sie, ich glaube, hier ist ein Lichtschalter. Machen Sie den noch an. So. Ah, na, endlich kann ich die Brille viel abnehmen. Besser. Kommen Sie. Echt eng. Ja, das ist normal, wenn man zum Widerstand geht. Ja, direkt hinter Ihnen. Willkommen beim Widerstand. Wow, und davon weiß echt keiner was? Boah. Hallo Jürgen, schau mal, ich habe jemanden mitgebracht. Haben Sie auch endlich zu uns gefunden? So. Guten Tag. Guten Tag. Schnaps. Vielen Dank, ich trinke während der Arbeit nicht. Kommen wir jetzt mal direkt zur Sache. Wir wissen, dass Herr Drexler hier geortet wurde. Wo haben Sie ihn? Setzen Sie sich erstmal. Bring unserem Gast doch einen Kuchen. Willst du auch einen, Jürgen? Jürgen, tu es! Jürgen, komm runter! Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Nimm ein Proteinshake. Tu es endlich! Jürgen, du bist doch auf Low Carb. Nein, lieber nicht. Marmorkuchen. Wo soll ich das hin? Mach's einfach in den kleinen Schrank da hinten. Welchen Kuchen nehme ich? Lassen Sie uns ein Spiel spielen. Ich nenne es Mathe-Fußball. Wenn Sie gewinnen, verrate ich Ihnen, wo Herr Drexler steckt. Einverstanden. Wer hat das Sandwich erfunden? Subway. Falsch. Eine weitere Chance. In welcher Stadt wurden 2004 die Olympischen Spiele abgehalten? Wer weiß denn sowas? Das hat doch ein gar nichts mit Mathe oder Fußball zu tun. Moskau. Falsch. Athen. Sie verlieren. Und jetzt gehen Sie. Sie hatten Ihre Chance. Denn wie schon der Türsteher zum Neutron sagte, heute nur für geladene Gäste. Moment mal. Das war ein Chemikerwitz. Und noch ein schlechter dazu. Ha. Ich wusste es. Ich habe ein paar Kekse mitgebracht. War doch lustig, mein Witz. Jetzt kommen Sie mit. Wir gehen jetzt zum Direktor. Nein, nein. Doch, er kommt jetzt ist mit mir. Ist schon mit. Okay. Lass gut sein. Ich gehe mit. Also, wo ist der Abigag? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Lügen bringen Sie hier nicht weiter. Frau Winterberg hat Sie gesehen, wie Sie den Abigag wiederbelebt haben. Ja. Nein. Doch.
auch. Ich war übrigens mit Herrn Friedel vor kurzem bei einer Weinverkostung und da habe ich mir gedacht, ich kann auch selbst mal so einen Wein produzieren, synthetisieren. Da habe ich diesen leckeren Chardonnay kreiert. Also ganz toll mit Aldehyd im Aufgang und einem Esterbouquet im Abgang. Ganz lecker. Das Rezept findet man übrigens auf YouTube, ne? Unter Chemie für Analphabeten. Auf Französisch, Spanisch. Sie sagen also, Sie haben den Abigek nicht wiederbelebt? Nein. Nein, das ist eine Sache, die ist. Heißt das, ich habe die ganze Zeit umsonst gearbeitet und nachher Drechsler gesucht? Das Geld will ich trotzdem. Ja, ja, und jetzt gehen Sie bitte. Ich habe noch ein ernstes Wörtchen mit Frau Winterbarker zu reden. Aber bitte nicht die Likes vergessen, ne? Für mein YouTube-Video. Dankeschön. Dankeschön. Entschuldigen Sie nochmal wegen den Komplikationen. Kann ich Sie noch irgendwo hinbringen? Ja, doch, sehr gerne, ja. Ich fühle mich nämlich gerade ein bisschen komisch und dabei habe ich gar keinen komischen Chemikerwitz erzählt. Dann steigen Sie ruhig ein. Ja, danke. Ja, dann danke fürs Mitnehmen. Kein Problem. Schade, dass ich den Abigek dann doch nicht fangen konnte. Tja. Da ist ja der Abigek. Haben Sie es geschluckt? Ja, nur den kleinen Rest. Man soll ja nichts verkommen lassen. Ach so, Sie meinen die Schulleitung. Die ahnen nichts. Die glauben, ich hätte nur Wein hergestellt. Aber nun gut. Ja, ist alles bereit? Die letzten Vorbereitungen werden gerade getroffen. Da Sie mich jetzt wiederbelebt haben, steht uns nichts mehr im Weg. Ja, dann zeigen Sie mal. Abiturienten, aufstellen! Wir haben schon mindestens 3 Stunden trainiert und drehen diese Szene schon zum 15. Mal. Ich möchte jetzt, dass ihr da lang rennt und zeigt, dass der Abigek lebt. Ich war lange weg. Abigek! Ja! Keine Angst, ich bin hier, um das Chaos zu beseitigen. Da kommen Sie aber ein bisschen zu spät, nicht? Der Abi-Gig ist schon lange rum. Schauen Sie, die sind alle gerade schon beim Abi-Ball. Wer sind Sie überhaupt?
Ich bin Turmfalkenman. Nein, ich meine, wer sind Sie wirklich? Nun, das werden Sie leider niemals erfahren. Hallo, Herr Menzel. Ja. Hallo, Herr Menzel. Also, das ist mal klar. Die Hausaufgaben werden heute benotet. Fuck, ich habe noch Unterricht.